Hallihallo Freunde, heute geht's zur lang ersehnten Roomtour von unserem VW LT35. Seit Mai 2020 leben wir Vollzeit in dem Fahrzeug, reisen auch Vollzeit in Europa und heute soll es einfach mal darum gehen. Für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, jetzt einmal ein richtig schöner Zusammenschnitt von dem Fahrzeug. Und danach wird nochmal auf jedes Detail etwas eingegangen, wie das ganze Fahrzeug von innen aussieht, aber jetzt soll es erstmal losgehen. Ich hoffe, euch hat der kleine Zusammenschnitt schon gefallen. Wir gehen einfach mal von vorne nach hinten durch. Hier vorne ist gar nicht so viel passiert. Und zwar haben wir im Überwiegenden einmal Zusatzinstrumente verbaut, weil wir ja so viel Motorprobleme hatten. Und da wird einfach nochmal alles konkret angezeigt, wie es dem Motor quasi geht. Die Temperatur, die Öltemperatur, den Öldruck. Und ansonsten ist hier vorne noch passiert, einmal haben wir die Sitze komplett beide ausgetauscht, weil das einfach nicht die originalen Sitze waren, die hier drin waren. Haben Bezüge von Yucatec hier drauf gebaut. Alles, was wir jetzt so ansprechen und was ihr jetzt in dem Video sehen werdet, verlinken wir euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Interesse habt oder irgendwas habt, dann könnt ihr da auf jeden Fall nochmal nachschauen. Zunächst wurde dann hier der ganze Himmel neu gemacht, die Säulen wurden neu gemacht, die haben wir neu verkleidet, weil die hatten so einen ganz ekligen Teppich vorn drauf, der war komplett vollflächig verklebt. Vorne haben wir noch ein Navi von Garmin drin, das ist ein extra Camper-Navi, da könnt ihr quasi die Höhe einstellen von eurem Fahrzeug, die Breite, so insgesamt die Größe und auch das Gewicht, damit, falls es mal Straßen gibt, wo ihr nicht langfahren dürft, dann zeigt euch das Navi an und führt euch natürlich auch die richtige Route. Das Radio, was wir hier drin haben, ist ein Xomax, ganz, ganz günstig. Ich wollte einfach nur einen Bildschirm hier drin haben, weil wir im hinteren Bereich des Fahrzeugs noch eine Rückfahrkamera verbaut haben, damit wir einfach ein bisschen sicherer unterwegs sind und besser von unseren Stellplätzen bzw. zu unseren Stellplätzen hinkommen. So, jetzt gehen wir mal in den hinteren Bereich und wir zeigen euch den Wohnraum. Bevor wir jetzt reingehen, zeige ich euch nochmal die Sachen hier an der Tür. Also hier ist unser Mülleimer. Ist ziemlich praktisch, wenn die Tür zu ist, ist der Mülleimer drin und wenn sie auf ist, ist er draußen. Finden wir mega gut. Haben wir uns auch bei einem Wohnmobil abgeguckt. Und zum anderen haben wir hier noch unser Schuhregal. Das passt perfekt hier unten in die Stufe rein. Vorher lagen unsere Schuhe nämlich immer im Eingang, das hat uns total gestört. Hier haben wir noch eine Trittstufe, damit wir vernünftig ins Wohnmobil kommen und nicht klettern müssen. Und hier habe ich noch einen Makramee-Vorhang gemacht. Also dann herzlich willkommen. Wir gehen jetzt mal rein. Hier im vorderen Bereich ist unser Alkoven und darin schlafen wir natürlich auch in unserem schönen Bett. Hier haben wir eine selbstgebaute Leiter. Wir hatten vorher eine Aluleiter, die war aber, ja, da taten die Füße drauf weh, weil die Stufen so schmal waren. Und deswegen haben wir uns eine Leiter aus Holz selber gebaut. Die werden wir immer während der Fahrt, packen wir die hier aufs Bett drauf. Ja, und was wir auch super, super lieben, ist der Ausblick aus unserem Panoramablick, wenn wir im Bett liegen und dann vorwärts zum Wasser stehen, haben wir mega den schönen Ausblick. Richtig, richtig cool. Hier unten haben wir auf der Reise noch ein Bett sozusagen gebaut. Dort sitzt Nino dann meistens und schneidet Video. Vorher waren hier eigentlich zwei Sitze, aber die haben wir eh nicht genutzt. Hier im unteren Bereich haben wir uns noch etwas Stauraum gebaut und zwar liegen da jetzt unsere Stühle, damit wir da schnell und einfach dran kommen. Und hier in der Ecke ist so ein bisschen die Ramschecke, sagen wir mal so. Dort haben wir unsere alte Wäsche, die wir dann immer neu waschen müssen. Hier haben wir noch einen Karton, den müssen wir noch wegschicken. Unsere Rucksäcke befinden sich da, dann hängen hier ganz viele Jacken und Pullover, wenn es kälter wird. Und zu guter Letzt unser Obst
unserer Obstkiste und unserer Gemüsekiste. Und das war es hier auch schon in diesem Bereich. Als nächstes kommen wir zu der großen Wand hier an der Seite. In der ersten großen Tür befindet sich unser Badezimmer, was wir, glaube ich, auch noch nie so richtig vorgestellt haben. Man sieht es ab und an mal in den Videos. Und zwar haben wir hier als allererstes mal unsere Trockentrenntoilette drin von Kiltwick. Verlinken wir ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Können wir nur Gutes drüber sagen tatsächlich. Wir werden aber nochmal ein gesondertes Video machen, wo wir so ein bisschen die Erfahrung teilen. Und ansonsten schaut ihr euch dieses Video, was hier oben verlinkt ist, nochmal an. Da wird das Ganze zusammengebaut und wir erzählen unsere ersten Erfahrungen mit der Trockentrenntoilette. Und ansonsten finden wir hier im Bad eigentlich gar nicht so viel, außer noch eine Dusche, die wir hier noch eingebaut haben. Das haben wir auch selber gemacht. Und natürlich finden sich einige Utensilien auch im Bad wieder. Das heißt, wir haben noch ein Regal hier so ein bisschen mit Badeutensilien. Jetzt ist zum Beispiel neu noch der Neoprenanzug dazu eingezogen, weil man einfach, wenn man dann zum Beispiel vom Surfen kommt oder auch vom Schnorcheln oder was weiß ich, dann kann man den immer ganz gut hier reinhängen, weil es ja eben eine Nasszelle ist. Dann haben wir, wie gut zu erkennen ist, hier so ein kleines Gitterregal angehängt. Da haben wir so ein paar Sachen einfach drin. Und hier auf der Reise hatten wir hatten vorher auch noch ein anderes Gitterregal hier. Nur man sieht das auch hier schon, dass es immer anfängt, ein bisschen unordentlich zu werden. Deswegen haben wir dieses Regal ausgetauscht gegen den Schrank, den ihr hier unten seht. Das ist ein fertiges Teil von IKEA. Das haben wir hier auf der Reise gemacht. Ist echt cool geworden. Also muss ich wirklich sagen, das ist super gut. Da passen genau diese kleinen Plastikbuchsen rein, die wir uns dann extra noch gekauft haben. Ja, und so sieht das natürlich alles wesentlich ordentlicher aus, wenn man den Schrank dann auch zuschließen kann. Links daneben befindet sich unser erster Kleiderschrank. Da hängen wir quasi unsere ganzen Sachen auf, die so an Kleiderhaken hängen sollen oder müssen. Und darunter befindet sich dann so ein bisschen unsere Getränke. Unser Getränkevorrat momentan sehr, sehr voll, weil wir uns im Lockdown befinden hier in Griechenland. Und das Gute hier dran ist einfach, wir können sogar Getränke da reinstellen, die wir halt eben so ein bisschen kühl genießen wollen. Wenn wir die jetzt nicht in den Kühlschrank kriegen, beziehungsweise wenn die nicht in den Kühlschrank passen, dann ist das hier auch wirklich ganz hervorragend, um die Getränke ein bisschen kalt zu halten, dass sie nicht zu heiß werden. Im unteren Bereich haben wir dann die Truma Standheizung. Das ist eine alte Gasstandheizung. Das ist quasi wie ein Heizkörper und läuft über Gas. Haben wir bisher noch nicht gebraucht, weil wir uns ja im Süden befinden und auch bisher immer warm hatten. Von daher mal schauen, wann die denn zum Einsatz kommen und wo, wenn. Und dann können wir darüber auf jeden Fall noch berichten. Der nächste Schrank ist so ein Krimskrams-Schrank. Da ist so ein bisschen alles, was Julie so bastelt, drin. Dann so ein Apothekerschrank zum Beispiel. Noch Ordner für die wichtigen Dinge, die man ja auch braucht. Haben wir nochmal Bettsachen und so weiter und so fort. Einfach so ein bisschen Stauraum für alles Mögliche, was wir so dabei haben. Und im letzten Schrank hier unten befindet sich dann die Gasflasche, beziehungsweise zwei 5 Kilo Gasflaschen. Und das ist dann sozusagen der Gaskasten, ist auch ganz offiziell. War so vorher schon und ist auch so geblieben. Ja, und ansonsten gehen wir mal auf die andere Seite, da finden wir dann die Küche wieder. Die Küche ist ein Riesenbestandteil vom LT auf jeden Fall, weil wir, ja, da befinden wir uns mindestens zwei oder dreimal am Tag dran. Hier haben wir ein Gaskochfeld mit drei Flammen, war auch alles so vorher schon drin. Drei Flammen muss eigentlich gar nicht unbedingt sein, wir nutzen oft zwei Flammen. Funktioniert ganz hervorragend, ist noch ein altes Teil, gehe ich zumindest von aus. Auch das Waschbecken ist das alte Waschbecken. Den Wasserhahn haben wir hier erneuert. Da haben wir so einen Wasserhahn mit so einem ausziehbaren Schlauch genommen, weil so können wir den auch drehen und dementsprechend aus dem Fenster hängen. So können wir dann auch von draußen duschen. Hier haben wir so die ganzen Kleinigkeiten, die Utensilien, die wir brauchen zum Kochen. Auch ganz hervorragend. Bekommen wir öfter mal die Frage, ob das nicht alles klimpert und klappert während der Fahrt. Ja, definitiv, aber bei dem LT ist es so, dass der Motor sich neben bzw. zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz befindet. Und wenn der läuft und wir fahren, dann hören wir von hier hinten überhaupt nichts. Also von daher ist das überhaupt kein Problem, dass die Sachen hier so rumhängen. Und wenn wir stehen, dann reihen wir es halt schön auf, dann sieht es auch nett aus und es klimpert nichts. Die Wasserzufuhr funktioniert über eine Druckwasserpumpe. Da haben wir hier unten so einen kleinen Schalter. Dann baut sich der Druck auf und dann können wir das ganz normal benutzen. Einmal in Strahlform und umschalten auch funktioniert wunderbar.
kann man beides sehr, sehr gut verwenden. Was noch zum Wassersystem hier im LT gehört, ist ein Boiler. Das ist ein 10-Liter-Boiler. Das könnt ihr euch so vorstellen, einfach wie ein Kochtopf. Darunter geht eine Flamme an. Das funktioniert auch über Gas dementsprechend. Dann erhitzt er diese 10 Liter Wasser in dem Boiler und man kann ganz normal wie zu Hause im Mischverfahren kalt-warmes Wasser zusammenmischen. Und so können wir auch zum Beispiel warm duschen hier drin oder dementsprechend auch warm abspülen. Aber im Regelfall duschen wir vielleicht einmal die Woche warm oder so, einfach um das mal zu genießen und um das auszunutzen, dass wir das Teil haben. Funktioniert auch ganz hervorragend, kann ich auch nur empfehlen. Die komplette Küchenplatte haben wir komplett ausgetauscht, weil die ganz komisch aussah. Die ist echt sehr, sehr robust hier. Leider Gottes ist die so verleimt, dass die in Fahrtrichtung verleimt ist und uns schon so ein bisschen aufgerissen ist. Das habe ich von unten dann so ein bisschen gefixt. Funktioniert auf jeden Fall ganz hervorragend und ist auch sehr, sehr stabil. Dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit, die finde ich ziemlich cool. Und zwar haben wir uns so ein Gummiband hier hingebaut, einfach reingeschraubt in die Seite. Und da haben wir quasi unsere ganzen Sachen, die wir dann immer so während der Fahrt ein bisschen sichern müssen, verstaut. Und das hält auch wunderbar. Also ist noch nie was rausgefallen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und hier auf der Seite könnt ihr noch sehen, dass wir so einen kleinen Spritzschutz angebaut haben. Den hätten wir gerne mal ein bisschen höher anbringen können, weil man sieht schon, dass auch hier oben so ein bisschen Spritzer rangekommen sind. Aber sehr sinnvoll trotzdem, da wir das immer schön abwischen können. Und dann sieht das alles ein bisschen angenehmer aus hier drin. Als nächstes geht es in Richtung Kühlschrank. Kühlschrank war hier vorher ein Absorber-Kühlschrank drin. Der lief über Gas 12 Volt und 230 Volt. War allerdings auch schon vom Gas abgekappt. Also funktionierte halt eben nicht mehr. Auch über 12 Volt haben wir ihn nicht zum Laufen gekriegt. Wir haben uns einen gebrauchten 12 Volt Kompressor-Kühlschrank gekauft, der genau hier in die Luke passte. Ich musste nur ein bisschen was ausschneiden. Der funktioniert auch ganz hervorragend. Wie gesagt, ein gebrauchtes Teil von eBay für, ich glaube, 350 Euro oder so. Die sind ja immer doch relativ teuer, wenn man sie neu kauft. Kann ich nur Positives berichten. Auch über 12 Volt, wenig Verbrauch, läuft sehr selten an. Echt, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Ein kleines Kühlfach auch noch drin, beziehungsweise Gefrierfach meine ich natürlich. Also das heißt, wir können auch gefrierte Teile hier drin lagern, so wie zum Beispiel Eis oder Fischstäbchen oder was auch immer, ne, was sich so anfindet eben. Ansonsten haben wir hier unten noch den Stauraum für alles Mögliche, heißt Pfannen, Töpfe. Hier haben wir unsere Kartoffeln drin und nochmal so ein paar Fertigsachen, die man ja auch immer ab und an beim Campen braucht. Und im unteren Bereich befindet sich dann dieser 10-Liter-Boiler, den ich angesprochen habe. Hier habe ich noch eine kleine Schublade eingerichtet mit dem ganzen Besteck drin. Auch sehr, sehr cool gemacht, finde ich eigentlich. Ist eher so eine Spontanaktion gewesen, aber funktioniert hervorragend. Hat sich auf jeden Fall bewährt. Hier haben wir noch ein kleines Bedienteil, was wir auch immer schon mal ab und an in den Videos gezeigt haben. Hier kann man ganz gut erkennen, wie viel Frischwasser wir noch haben, wie viel Abwasser jetzt momentan im Tank ist. Und hier lässt sich die Druckwasserpumpe ein- und ausschalten. Hier kann man ganz gut sehen, wie die Spannung von der Batterie ist. Das nutzen wir eigentlich im Regelfall gar nicht, weil wir einen Batteriecomputer von Votronic haben, der uns die Kapazität ganz genau anzeigt. Und genau, das ist ein bisschen zuverlässiger, würde ich sagen. Wie ihr aber schon an der Küche erkennen konntet, ist, dass man ein bisschen wenig Platz hat zum Schnibbeln und so weiter und so fort. Man kann natürlich jetzt den Tisch benutzen, den wir hier im hinteren Bereich haben. Allerdings ist es ja so, wenn man dann essen möchte, dann hat man den normalerweise vollgestellt mit Geschirr oder wie auch immer, dass man essen kann. Und aus dem Grund habe ich hier noch eine Erweiterung angebaut, die sich hochklappen lässt, damit wir hier noch ein bisschen Platz haben, wo wir dann zum Beispiel entweder was schnibbeln können oder was abstellen können. Das ist auch ziemlich cool, funktioniert auch echt gut. Im Normalfall ist die sogar immer hochgeklappt, aber jetzt ist es so, dass wir Besuch haben hier im LT und dementsprechend brauchen wir so ein bisschen den Platz, um auch dann hier sitzen zu können und dass wir auch mal mit ein, zwei mehr Leuten hier sitzen können. Im Abschluss quasi sieht man im hinteren Bereich nochmal sehr, sehr gut unsere Sitzecke, wo wir eigentlich jeden Tag sitzen, sei es, dass wir ein bisschen arbeiten, sei es, dass wir entspannen. Wir können uns sogar hier so ein bisschen hinlegen, mit Beine angezogen, das ist echt cool. Dann kommt noch die Besonderheit dazu, dass wir hier den Tisch haben, den wir dementsprechend runterklappen können und uns so noch eine riesen Liegefläche hier schaffen können. Da sind noch zwei kleine Bretter hier versteckt, das habt ihr am Anfang vielleicht auch sowieso schon gesehen. Und ja, so können wir uns hier noch eine Liegefläche bauen. Das heißt, falls wir Gäste haben oder auch wir mal Interesse haben, hier unten zu schlafen, können wir das auf jeden Fall sehr, sehr gut tun.
Im unteren Bereich befindet sich quasi überall Stauraum. Also das heißt, überall hier unten unter den Sitzflächen befindet sich Stauraum. Da haben wir alles Mögliche drin. Der hintere Bereich habe ich mir quasi reserviert. Da ist Werkzeug drin, Ersatzteile und so weiter und so fort. Auf der Seite finden wir dann den Frischwassertank noch zusätzlich. Da weiß ich gar nicht genau, wie viel Volumen der hat. Ich glaube so, ich schätze mal so um die 120, 140 Liter. Und auf der linken Seite neben dem Wassertank ist dann noch so die ganze Frischwasserversorgung, heißt ein Schlauch, die ganzen Adapter und so weiter und so fort, damit wir dann auch dementsprechend überall Frischwasser auffüllen können. Und im oberen Bereich hier hinten haben wir halt überall diese Hängeschränke und da ist alles Mögliche drin. Das heißt zum Beispiel unsere Kleidung, also ganz normal unsere T-Shirts und so weiter. Hier auf der Seite ist Thüli, dann haben wir hier so einen kleinen Nassschrank. Ja, und alles, was so anfällt an Stauraum, das haben wir auch benutzt. Das heißt, es ist alles voll. Und wir haben es so gelöst, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht alles einfach so hier reinstopfen. Hier ist es jetzt gerade so der Fall, weil es einfach total voll ist. Weil wir im Lockdown stecken für 3 Wochen, mussten wir halt dementsprechend viel einkaufen. Aber im Normalfall ist es so, dass wir diese Kisten hier haben. Die sind überall drin, dass wir die rausholen können und dann dementsprechend schauen können, was wollen wir haben oder nicht. Und ja, genau, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das können wir auch nur empfehlen, damit man nicht, wenn man jetzt irgendwo hinten was drinstehen hat, das immer rauskramen muss, alles, was vorne steht, rausziehen muss. Und dann kommt man hinten halt so schlecht dran. Von daher, sehr, sehr gut, können wir auch nur empfehlen. Hier im unteren Bereich könnt ihr auch nochmal unsere schöne Gelande sehen. Und zwar hat Julie hier so ein Makrameeband aufgehängt, wo wir alle möglichen Fotos angehängt haben. Sei es die Fotos von dieser Reise jetzt schon oder halt eben einfach Fotos mit Freunden, die wir zu Hause gelassen haben und die wir uns dann so immer anschauen können. Auch sehr, sehr süß gemacht auf jeden Fall. Dann haben wir links und rechts ganz große Fenster, Aufstellfenster. Auch ganz hervorragend, um eben so ein bisschen Luft reinzulassen. Bisschen schade ist, dass wir noch kein Fliegengitter oder ähnliches angebaut haben, weil wenn wir irgendwie abends stehen und die Mücken sind da, dann können wir sie halt eben nicht öffnen. Da können wir dann nur die Dachluken öffnen, weil die haben ein Gitter davor. Auch im hinteren Bereich haben wir ein Schiebefenster. Das können wir öffnen und schließen. Also Fenster können wir uns nicht beklagen, haben immer einen guten Ausblick und sind alle auch doppelt verglast. Also beziehungsweise diese ganz normalen Campingfenster, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Und somit ist das thermisch, glaube ich, auch alles sehr gut gelöst. Hier haben wir noch ein kleines Regal, so diese standardmäßigen IKEA-Regale, wo dann so ein bisschen Tee und Gewürze noch drin stehen. Ja, und ich glaube, soweit sind wir auf jeden Fall erstmal durch mit dem Ganzen hier drin. Und wir sehen uns gleich am Ende nochmal wieder. Jetzt sind wir nochmal ganz kurz nach draußen gegangen, und zwar nach hinten ans Fahrzeug. Da habt ihr am Anfang im Zusammenschnitt vielleicht auch schon gesehen. Das möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir einen Fahrradträger für 2 Fahrräder. Da transportieren wir natürlich immer tagtäglich unsere Fahrräder drauf. Dann haben wir eine Heckleiter, die uns so ein bisschen hilft, nach oben zu kommen. Gerade jetzt, wo ich mit dem Windsurfen so ein bisschen angefangen habe und das Windsurfmaterial oben auf dem Dach habe, kann ich das halt so extrem gut runterholen und schnell runterholen. Dann haben wir noch einen Ersatzreifen hier hinten drauf. Ich glaube, der ist schon 100 Jahre alt, der müsste eigentlich mal ersetzt werden. Aber haben es besser als brauchen, ne? Ich hoffe, dass der uns zumindest noch zur nächsten Werkstatt bringen würde. Und zu guter Letzt haben wir hier hinten noch eine ganz kleine Rückfahrkamera dran, die echt wirklich genial hat, weil sie einen super Weitwinkel hat mit, ich glaube, 210 Grad. Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, wie das Bild aussieht, aber dann, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es wirklich hervorragend, gerade für so große Fahrzeuge. Ihr seht, wo die Kamera sitzt. Allerdings gibt es auch dazu ein extra Video, verlinke ich euch auch einfach mal kurz. Und ansonsten kommen wir jetzt auch mal zum Schluss. Zum Abschluss möchte ich noch mal ganz kurz ansprechen, vielleicht interessiert den einen oder anderen nicht nur der Raum an sich, sondern auch die Technik, die so ein bisschen dahinter steckt. Das Wichtigste, was ich ansprechen möchte, ist, glaube ich, die Solaranlage, und zwar die ganze Elektrizität, die wir autark auch nutzen, kommt aus 2 Solarpaneelen a 180 Watt. Das heißt, wir haben 360 Watt Solar auf dem Dach, eine 100 Ampere Stunden Lithium-Ionen-Batterie. Aber genauere Informationen und wie das alles verbaut wurde, da schaut ihr einfach mal bei dem Video hier vorbei. Da habe ich das alles nochmal genauer gezeigt, auch genau, was das für Bestandteile sind. Verlinke ich euch natürlich trotzdem mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse dran habt. Ja, und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst auch gerne einen Kommentar da, was euch am meisten interessiert hat oder was euch immer noch interessiert, dann würde ich das gerne beantworten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!